Hallo bei TechStage, hier von der IFA in Berlin. In meiner Hand halte ich das dritte neue Smartphone, was Sony heute vorgestellt hat. Das kleinste im Bunde, das ist das Xperia Z5 Compact. Die Kompaktmodelle von Sony sind mir bis dato eigentlich immer die liebsten gewesen, weil sie relativ kompromisslos viel Leistung in ein kleines Gehäuse packen. Und ehrlich gesagt habe ich mir auch ziemlich viel erhofft, als ich gehört habe, dass es eigentlich keine Einschränkungen gibt. Leider muss ich jetzt feststellen, die Unterschiede zwischen Z5 und Z5 Ultra, Premium, und dem Z5 Compact sind doch größer als gedacht. Also wir haben natürlich ein kleineres Display, 4,6 Zoll statt 5,2 Zoll. Leider auch wieder eine niedrigere Displayauflösung. Sony, warum macht ihr das? Statt Full HD müssen wir uns hier mit HD Ready, also 1280x720 Pixeln zurecht geben. Das sind 319 Pixel pro Zoll und damit weniger als die jetzt ja schon fast Jahrhunderte alte Retina-Auflösung der iPhones. Außerdem ist das Gerät spürbar dicker als seine beiden Brüder. Immerhin ist es relativ leicht und liegt gut in der Hand. Und bei den sonstigen Ausstattungsmerkmalen haben wir fast die komplette Leistung. Gehen wir es einmal kurz im Detail durch. Wir haben auf der Rückseite die 23-Megapixel-Kamera, wie bei den großen Brüdern, mit dem superschnellen Autofokus. Wir haben auf der Vorderseite die 5,3-Megapixel-Kamera, wie bei den anderen Geräten. Wir haben einen Snapdragon 810 mit 2 GHz Taktfrequenz. Wir haben leider nur 2 statt 3 GB RAM, immerhin auch 32 GB internen Speicher. Und hier hinter einer kleinen Klappe Platz für die SIM-Karte sowie für die MicroSD-Speicherkarte, die bis zu 200 GB fassen kann. Auf der Oberseite haben wir Klinkenbuchse und das zweite Mikrofon für die Geräuschreduktion. Auf der rechten Seite den Ein-Aus-Taster, der wie bei den beiden Brüdern einen Fingerabdruckscanner integriert. Das ist eine sehr, sehr gelungene Integration des Fingerabdruckscanners. WIP-Schalter zur Regelung der Lautstärke, zweistufigen Kameraauslöser, unten das erste Mikrofon eigentlich, Micro-USB und links die bereits angesprochene Klappe. Und wie bei den Brüdern haben wir auch hier eine Rückseite aus Milchglas und auf der Front einen kratzfesten Touchscreen. Der Preis, das Z5 Compact soll 549 € kosten und Ende September in Deutschland auf den Markt kommen.